herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich zeige euch heute etwas ganz Spannendes, was man auch sehr leicht selbst nachmachen kann. Und zwar zeige ich euch, wie man eine Handyaufladestation machen kann. Das geht super einfach, super schnell und mit den verschiedensten Mitteln kann man natürlich auch arbeiten. Von den Materialien habe ich einerseits Pappe. Dafür muss man auch genügend nehmen, damit das Handy wirklich da reinpasst. Also nicht zu wenig nehmen, schon ganz schön viel benutzen. Man kann einerseits solche dünnen Blätterpapiere nehmen. Dafür muss man dann natürlich mehr nehmen. Oder man nimmt halt so eine dicke Pappe, die halt wirklich dick und stabil ist. Da ist halt das Problem, das kann man nicht einfach mit einer Schere schneiden. Und da müsste man halt natürlich ein Cuttermesser nehmen. Dann braucht man natürlich ein paar Stifte, um zu zeichnen, was man überhaupt jetzt als Handy-Ladestation haben will. Man braucht Kleber. Ich habe jetzt eine Heißklebepistole genommen, weil das klebt einfach am besten als so ein Prittstift, wo dann wieder die ganze Farbe auseinanderfällt. Also das würde ich jetzt weniger empfehlen. Und dann würde ich sagen, noch eine Handyhülle, dass man die Maße hat von dem Handy. Ich habe jetzt nur die Handyhülle, man könnte auch das ganze Handy natürlich nehmen, aber mit dem nehme ich natürlich auch auf und deswegen wird das schwierig für mich, das Handy dann zu benutzen. Deswegen nehme ich einfach eine Handyhülle, die dick genug ist, dass das halt dann auch dann zum Ende passt. So, als erstes brauchen wir eine Form für unsere Handyladestation. Ich habe mich jetzt für ein Einhorn entschieden. Zuerst müssen wir uns natürlich Markierungen machen, damit wir wissen, wie breit das Handy schließlich ist. Und dann können wir eigentlich schon drauf loszeichnen. Nun sind wir fertig mit unserer Form. Natürlich brauchen wir keine Augen oder sonstige Feinheiten zeichnen, da es ja jetzt erstmal nur eine Form ist, die wir nun ausschneiden können. Nachdem wir die Form von der ganzen Pappe getrennt haben, geht der Spaß erst richtig los. Denn das bedeutet jetzt schneiden, schneiden, schneiden. Und zwar Pappe für Pappe.
Wenn wir dann genügend an der Pappe rumgeknuspert haben und diese natürlich höher als euer Handy ist, müssen wir das Innere für die Halterung des Handys ausschneiden. Natürlich darf auch das Loch, wo unser Ladekabel reinkommt, nicht fehlen. Dann endlich, wenn ihr das Innere freigeknabbert habt, können wir mit dem restlichen Folien die Löcher abdecken und aneinander kleben. Dabei müsst ihr aber auch darauf achten, dass ihr die hinteren Folien noch das Loch reinschneidet, damit das Kabel noch durchkommt. Da jetzt alles aneinander klebt, können wir unsere Pappdelikatesse mit etwas Papier verfeinern und es damit einpacken. Mit den letzten Strichen verfeinern wir unser Kunstwerk. Auch hier lasst eure Fantasie freien Lauf. So sieht nun mein Ergebnis aus und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem schönen kleinen Einhorn.
dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich bin mega begeistert von dem Einhorn. Es sieht gut aus und es lädt wirklich. Vielleicht sollte man ein bisschen die Abstände mit der Hülle lassen, weil ich habe jetzt, es ist ein bisschen schwieriger rein und raus zu stecken, aber es funktioniert. Natürlich geht das auch alles mit einer anderen Form, wie zum Beispiel mit Essen, wie dem Burger oder man könnte einen Hund machen, man könnte ein Handy machen, wo ein Handy sich auflädt. Also es gibt viele verschiedene Sachen und ja, ich finde das, was ich gemacht habe, gut und super und ich würde es weiterempfehlen, wenn jemand das machen möchte. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich, dass ich vielleicht nochmal sowas drehen könnte. Und ja, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das auch sehr gerne da unten auf den roten Button tun. Und ja, dann würde ich sagen, bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!